In diesem Video. Also wenn ich einmal ein fünfjähriges Kind kidnappe, dann war es gar nicht geschehen. Dann haben wir den Zug wenigstens noch mitgenommen. Ich fange jetzt die ganzen Kinder. Willkommen hier heute zum neuen Update von... werden wir fünfjähriges Kind kidnappen, fehlerfrei alles im First Try schaffen. Wenn wir heute nicht jeden Cup 200, 150 gespiegelt und 150 normal sofort auf Anhieb mit Gold und 3 Sternen holen, also die perfekte Wertung abholen, weil der Zomba gesagt hat, ich würde dich ja beim Spiel verkacken, dann, wenn ich das nicht schaffe, werde ich als Bestrafung einen weiteren Donkey Kong Stream machen, wo ich alle Collectibles einsammle. Wäre natürlich jetzt kacke, wenn wir gleich im ersten Rennen verlieren. Dann haben wir den Zug wenigstens noch mitgenommen. Wäre natürlich jetzt kacke, wenn wir gleich im ersten Rennen verlieren. Ein schönes Türkisblau. Süß ist die Farbe, mit der das was wird. Also wenn ich einmal ein fünfjähriges Kind kidnappe, dann war es gar nicht geschehen. Jetzt haben wir hellblau als Farbe drin, da geht's ja schon mal besser. Darf ich aus diesem Stream Best-of machen? Ich selber habe eigentlich geplant, dass ich da schon selber den Highlight-Video draus schneide. Aber wenn du da nochmal so ein gesondertes Best-of machen willst, wenn ich darauf reacten darf? Ich meine, wäre ziemlich weird, wenn ich auf meinen eigenen Content nicht reacten dürfte, so, aber... Boah, die Aufnahme wird aber sehr, sehr groß. Seid bereit, wartet. Shortcut Time. Oh mein Gott. Ich bin zu weit geflogen. Ja, Junge, ich bin komplett weit abgestürzt, Alter. Ihr seid doch scheiße, seid ihr. Ja, genau, da steht... Ich schlage jetzt nicht auf meinen Stuhl. Wir fahren den Cup jetzt trotzdem mal zu Ende. Habe ich wirklich so gesagt, ihr seid doch scheiße. Ja, ich meine die Charakter in-game. Und boom, Junge, weggebombt. Oh, Alter, guck dich das an. Uiuiuiui. Ach ja, ich hab 3 Bananen, Alter. Banane. Hoppala. Oh. Es tut genau in dem Moment, tut's mich hoch. Genau. Weg mit dir. Warte. Es sind ein Vulkan reingestürzt. Ach ja, und dich? Wie bin ich nicht hier hingeflogen? Nice. Ja, kann ich schon. Aber wenn die Aufnahme am Ende so 60 GB oder so groß ist, dann dauert das 3 Jahre oder so. Erster Cup lief jetzt nicht so pralle.
Machen wir gleich mal Bumerang Cup weiter. Ja, immer positiv denken, aber das kann ich nicht wirklich. Da ist ein Elefant. Oh mein Gott, Digga, da gucke ich auf den Chat und auf einmal bin ich hier in Bangkok, Alter. Das ist doch Bangkok, oder? Okay, den haben wir weggebombt. Ist das eine Freundin oder hast du schon eine? Weder noch. Oh mein Gott! Was ist denn hier alles los? Alter, Bangkok ist ja... Ist das Bangkok? Ich weiß nicht, das ist Bangkok, oder? Ey, yo, Cam Tendo. Ciao, ciao. Und dir noch viel Spaß auf der Arbeit. Da hat man bestimmt viel Arbeit. viel Spaß. Okay. Oh mein Gott. Hä, war hier nicht im Trailer ein Entwickler? Digga, haben die uns angelogen? Boah, das sieht schon sexy aus. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Nee, schickst du das auf? Was ist geschehen? Ein Bug! Ein Bug! Ich hab einen Bug! Ich hab einen Bug! Bugrus! Wollt mich verarschen? Ihr wollt mich! Es macht so viel Spaß! Saas! Mal gucken, wie Singapur aussieht. Waren wir nicht gerade eben in Singapur oder kickt gerade Demenz rein? Charlie nach der Runde Discord hier, aber dann musst du auch da sein. Jetzt bin ich an so einer Ladentheke hängen geblieben von irgendeinem Typ, der dir vergammeltes Sushi angehen möchte, Alter. Egal. So, Charlie. Jetzt musst du aber auch da sein. Trete ein, Charlie. Charlie? Der ist nicht mal online. Gut, Charlie. Toll. Okay. Ja, da muss er mir dann in den Chat reinschreiben, wenn er hier mit mir reden möchte. Das ist mir dann auch scheißegal an der Stelle. Okay. Oder? Der ist wirklich nicht online. Gut. Ja. Wir versuchen es mal weiter. Vielleicht holen wir ja diesmal hier. Ihr wisst schon. Lass dein Chat bei Mod los. Na, warte mal. Jetzt kommt bestimmt gleich der Kitsun rein, Zomba. Jetzt sei mal nicht so glücklich hier. Ich hab nicht mal einen Stern geholt. Wegen dieser kompletten verschissenen Scheiße auf dem Waluigi-Stadion. Ansonsten hätten wir da jetzt hier schon 3 Sterne. Aber wegen dem Bug, Alter, komplett out of existence gebounced. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Egal. Es geht weiter in Bangkok. Come on, Bangkok. Es geht los. So ist. Mit Brody. Brody. Ich wette mit dir, der hat noch Schule. Na, wenn du bei mir Mod bist, dann darfst du keine Schule mehr haben. Spaß. Das hat was. Dann ist hier... Darfst du auch keine Arbeit mehr eigentlich haben. Da wirst du sofort gekündigt, weil du wirst ja eh für den Rest deines Lebens im Modkeller sein. Also von daher ist es eigentlich egal, ob du da Arbeit hast oder so, Schule. Dein Leben besteht dann daraus, den Chat zu moderieren. Sag mal, apropos, warum darfst du jetzt eigentlich schon gehen? Hat er hier deinen Aufpasser hier Freilauf gegeben oder was? Alter. Charlie! Der ist nicht online! Was macht denn der Typ? Ich ruf den jetzt an. So. Er kann da rangehen, wenn er seinen Ruf retten möchte. Wenn er nicht rangeht. So, Charlie. Dann sieht's natürlich schlecht aus mit dir. Er schreibt da 5 Minuten Discord. 10 Minuten später ist er immer noch nicht da.
Boah, ja, perfekt, klein Junge. Perfekt, wir haben eine Linie gezogen. Wie so ein Kackstreifen. Bloß mit Bananen. Wir haben praktisch keinen Kackstreifen gezogen, sondern einen Bananenstreifen gezogen. Also. Das muss man auch erstmal können. Kackstreifen. Das können ja verhältnismäßig viele. Aber so ein Bananenstreifen ist dann schon eher eine Herausforderung. Das ist eine Form von Hallo. Okay. Guck dir das jetzt an. Ich fahr jetzt Ski. Oh, halt doch das Maul. Zur Seite mit dir, Geringverdiener. Guck dir das jetzt an. Ich mach jetzt Shortcut. Unintended Shortcut, let's go! Digga, warum fliegt man denn da so weit? Oh, alter Junge, wie ich hier rumspringe. Wie ein Sprungfisch. Trotzdem nur zweiter. Das ist mir scheißegal, denn da kommt der Blue Shell! Boom, Junge! Da bin ich erst da. Oh, wird sogar richtig getimt mit dem Stunt und der Explosion. Guck dir das an, Alter. Ich hab gefailt! Ist egal! Real! Telemedial! Okay. Oh nein, ich hab heute irgendeinen Stoff oder so interessiert. Das fühlt sich zumindest so an. Ja. Aber eigentlich bin ich gegen Drogen. Das war gerade übrigens auch ein Joke. Nicht, dass jetzt ja irgendjemand hier eine Staatsanwaltschaft oder so losschickt. Ja, man hat Drogen genommen. Guck jetzt an. Oh mein Gott. Das war gut. Gut. Das war eine gute Aussage. Ich hab geschrieben, dass du Drogen genommen hast. Hast du das geschrieben? Hast du das geschrieben, dass ich Drogen genommen habe? Du hast mir doch vorhin geschrieben, dass du Drogen nimmst. Hä, wo? Wieso lügst du jetzt? Ach, Digga, Alter, ihr wollt heute wirklich jeden verarschen. Zuerst schreibt der eine, oh, ich nehme Schwimmunterricht. Dann sagt der andere, oh, Püdo hat mir geschrieben, der nimmt Drogen. Alter, was kommt denn als nächstes, Junge? Jetzt kommt gleich noch, dass ich irgendjemanden geschrieben habe, ich habe einen Bombengürtel bei mir und ich tu gleich das Haus neben mir hochjagen oder was. Hast du eigentlich einen Bombengürtel bei dir? Jetzt geht's aufs Yoshi's Island. Bist du wirklich zum Schwimmunterricht? Nein. Wieso wird's hier jetzt? Jetzt hat das Sackgesicht mir das weggenommen. Ich halte das nicht aus. Seht euch das an. Jetzt reicht doch einmal wieder. Ich habe Yoshi Coins bei mir. Oh, ich habe zum ersten Mal die Brücke getroffen. Oh, ich habe gefailt. Dann habe ich schon die Brücke und dann fail ich. Guck dir das an. Oh. Oh, oh, oh. Chaotische Action hier. Sowas von Kamera bekommen. Lalalala. Boom, Junge. Scheiße. Egal. Ey, egal. Zoom-Counter erhöhen. Was? Zoom-Counter erhöhen. Ich hab schon vor ein paar Mal Boom gesagt und den. Ja, jetzt auch gerade. Mario ist abgestürzt. Oh, ich hab vergessen. Och, Yoshi. Komplett überholt, Alter.
Dankeschön. Ich muss gleich um 2 erhöhen. Ja, wir haben den 40 Cup abgeschlossen, aber wieder nur mit einem Stern. Ich kann ihn nochmal neu starten. Nein. Genau, Alter, nur Blitzen, Junge, das machen die auch in Real Life. Du fährst 5 km zu schnell, Blitzer. Jetzt kann ich sagen, ich bin weiß wie ein Marshmallow. Oh. Sei bereit. Alter, ich baue eine Wand wie Donald Trump, Alter. Oh! Guckt euch das an, guckt euch das an. Jetzt geht's nur noch auf gespiegelt und 150. Oh, weiter geht's mit der DK-Schikane hier. Wir schikanieren DK. Halt die Fresse. Warum? Oh, die fährt auch das Vieh. Alter, was ist denn das für ein Sprung, Junge? Alter, wir fliegen einfach zum Mond. So. So, Host. Charlie, denkst du, dass ich diesen Cup mit Gold und 3 Sternen abschließen werde? Was? Was? Dass ich diesen Cup mit Gold und 3 Sternen abschließen werde. Event-Doodle. Event-Doodle, okay. Und was, wenn nicht? Und euch wieder da. Oh mein Gott. Start. Charlie, du musst jetzt belieben. Drück alle Daumen, die du hast. Auch bitte deine Fußzeh-Daumen. Warte mal, heißt das überhaupt so? Nein. Digga, Fußzeh-Daumen. Alter. Meine Füße. Charlie, noch ein Rennen. Was ist los? Ich hab mal fast gekotzt. Alter, ich hab grad fast gekotzt. Oh, da tut mir gleich der Bauch weh. Ach ja, stimmt, ich muss ja noch einen Boom-Counter aktualisieren. Zack, da ist er fertig hier. Wie viel kostet der Streckenpass? Ich glaube 20 Euro. Alter, Charlie. Muss ja einmal nur kaufen, dann hast du ja gleich alle Strecken. Das habe ich letztens nämlich gehört, dass da irgendwie ein paar Leute gedacht haben, man muss den sich dann immer mit jeder Strecke, mit jeder Welle neu kaufen, aber... Muss man nur einmal machen.
Oh. Oh. Geht ja voll. Ja, stimmt. Ich bin noch nie gefühlt mit dem Go-Kart gefahren. Na gut. Man lernt nie aus. Machen wir es einfach mal. Und Charlie? Was machst du heute noch so? Alter, kannst du nicht einmal dein verficktes Maul halten? Alter. Was ist denn los bei dir? Schild doch mal. Oh, ich muss mal was testen, Leute. Kann man? Nein, kann man nicht. Okay. Schade. Dann geht das wohl nicht. Seit wann bin ich denn live? Seit ein paar Jahren. Ach, Digga. So, heute? Ja, seit einer Stunde und 24 Minuten. Och nee, Belinda oder Melinda oder wie heißt denn du eigentlich? Jetzt nur noch gespiegelt. Charlie, bist du auch ein Spiegelei? Ja, Junge! Noch mitgenommen. Herr Charlie. Digga, der ist sogar noch im Call. Er spielt Fortnite. Oh mein Gott. Von der Bell Pass. Was denn du? Och, genau. Was soll denn das? Das gibt ein Like. Finde ich richtig. Erst liken, dann anschauen. Nice. Na, der Charlie will einfach nicht mehr reden. Weißt du, Charlie, ich war auch mal so. Aber irgendwann hat sich das geändert. Das wird so, wenn man irgendwann erwachsen wird. Ja, der Charlie hat manchmal sehr starke Stimmungsschwankungen irgendwie. Komm mal die Fresse. Oh, oh, ja. Ja, schade, nicht getroffen. Oh, warte mal. Ach nee, wir fahren ja gespiegelt. Oh, ich hab das komplett verkackt gerade. Ich bin in die falsche Richtung, auf der falschen Seite gefahren. Ich hab mich gewundert. Hä? Was ist los? Was ist los? Was ist geschehen? Aber ist geil gespiegelt. Das ist mir Reichweite für den Danke vielmals. Die Map ist so chaotisch irgendwie, aber irgendwie auch richtig geil. Also vom Aufbau her, es sind so viele verschiedene Bereiche irgendwie in eins geklatscht. Das heftige Schneebereich, Wasser, normal Graslandschaft, sage ich mal. Also so dieses braune Gras, so dieses Yoshis Gras, so. So, oh. Yoshis Gras. Yoshis Gras. Yoshi hat Gras bei sich. Yoshi ist wieder mal am Konsumieren. Nee. Es ist so viel. Das ist doch der Vulkan. Das ist Schnee. Das ist Gras. Und das Wasser. Wasser. Ein Schloss. Na ja, gut, das ist auch unter Wasser. Das ist auf meinem Kanal. Ja. So, los. Jetzt haben wir ja eigentlich soweit erstmal wieder alle Cups fertig. Na, ist ja schon mal gut. So, haben wir alles fertig. Ich würde jetzt gerne mal einen Test machen. Ich will mal was gucken. Ich will mal im Zeitfahren gucken, wie weit man bei Yoshis Dingsbums-Ding da rausfahren kann. Weil da ist nämlich offenes Gras. Saß. Wir gehen auf Marios Circuit. War das eine gute Zeit, die wir hier hingelegt haben? Das müssen wir jetzt mal schauen. Oh nee. Geht besser. Was können wir denn sonst mal noch finden? Oh komm, wir spielen Yoshi's Island. Solo rennen, perfekt. Los geht's. So, was kann ich eigentlich wirklich machen? Du wirst halt mal nett sein, nicht so wie Charlie. Das finde ich gut. Ich würde schon sagen, ja. Ein- und ausatmen. Das ist richtig. Das
so wenn man dann schon mal so ein bisschen so. So. Was? Ich würde gerne was zu Kitsune sagen, aber dann werde ich nicht mehr verlieren. Die mag ich eh nicht. Ich fahr hier eh, ich mach irgendwie gar keinen Plan. Ich fahr ja, wie ich gerade will. Nee, bei einem Maul direkt jetzt nicht, Mann. Das ist zu übertrieben. Wenn so mehrmals so, ich weiß schon, man merkt so, dass es so ernst gemeint ist. Bro, die Zeit war übelst gut. Das war übelst die gute Zeit eigentlich. Also klar, Verhältnis zum Weltrekord jetzt nicht so, aber... Bro, guck mal. Ah, falsche Strecke. Guck mal hier. Digga. Klar, das sind immer noch 7 Sekunden so, aber es ist halt auch Weltrekord, aber Bro. Das will ich jetzt nochmal probieren. Zeit war nicht sehr gut. Die Zeit war nicht sehr gut, weil wir halt auch am Ende nochmal gegen das Ding gefahren sind. Hast du schon studiert? Na, Kitsune? Weißt du die Regeln auch schon auswendig? Aber das war trotzdem nochmal eine Verbesserung. Schick unnötiger Mann. Ja, es war ja Spam. Spam. So im Prinzip. Können wir die Zeit noch etwas verbessern? Das ist jetzt die Frage. Versuchen wir es mal erneut. Oh mein Gott, es lief eigentlich schon so gut. Und dann kommt das. Warum denn? Oh Mann. Oh, ich will mal einen Test machen. Okay. Was machst du in deiner Freizeit? Ich fange die ganzen Kinder. Das war eine andere Strecke. Ich fange die ganzen Kinder. Baby Paul, komm her, Babys. Ich fange die ganzen Kinder. Dass sie die ganze Zeit nur im Kreis fahren. Oh mein Gott. Bombenprank!